widmen uns jetzt Turnschuhen. Und zwar allen möglichen Turnschuhen. Wir machen uns auf Sneakerjagd. Warum machen wir das? Wir wollen ein bisschen verfolgen, was passiert eigentlich mit unseren alten Turnschuhen. Und werden deswegen sprechen mit Christian Zalewski, dem Gründer der Flip GmbH. Hallo, herzlich willkommen, um von ihm zu hören, was passiert eigentlich mit unseren alten Schuhen. Jetzt könnte man sich fragen, warum wollen wir das überhaupt wissen? Ganz einfach, in den vergangenen Jahren hat das Thema Turnschuhe und Sneaker einen unglaublichen Hype erfahren. Die sind schon immer beliebt gewesen, aber inzwischen ist es so, dass vor allen Dingen junge Leute einfach Dutzende Paare haben. Es sind Sammlerobjekte, es kommen immer neue Modelle. Und das mag zwar in modischer Hinsicht reizvoll und unterhaltsam und schön sein, hat aber natürlich ein großes Problem, denn all diese Schuhe werden erst produziert und dann weggeworfen. Um das in Zahlen zu gießen, wir sprechen allein in Deutschland von jährlich 380 Millionen Paar, die hergestellt werden. In Europa sind es 2,5 Milliarden. Auf der Fahrt von Berlin hierher habe ich mir überlegt, was passiert eigentlich? Jeder Sneaker ist so im Schnitt, würde ich sagen, 30 Zentimeter groß. Was passiert eigentlich, wenn man die alle hintereinander legt? Ich würde sagen, da entsteht eine Strecke, so viele Marathons kann man in seinem Leben nicht laufen. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und wie gesagt, die größte Frage ist, was passiert mit denen, wenn wir sie nicht mehr tragen? Werden die verbrannt? Wie werden sie recycelt? Landen sie einfach auf einer Müllkippe? Stimmen eigentlich all die Versprechen, die uns die Hersteller geben in puncto Recyclingfähigkeit? In all das werden wir Licht bringen mit Hilfe von Christian Zalewski. Der hat nämlich mit seinem Forschungs-Startup Flip 11 Paar abgelegte Turnschuhe sich vorgenommen von deutschen Prominenten und hat die mit GPS-Trackern verwandt, kann also nachvollziehen den Weg der Turnschuhe, den sie von jetzt an nehmen, nachdem sie nicht mehr getragen werden wollen. Diese 11 Paar Turnschuhe hat er entsorgt mit seinem Team in Altkleidercontainern oder bei den Rücknahmestellen großer Schuhhersteller und Modeketten. Und jetzt kann man eben auf der Webseite nachverfolgen, welchen Weg die so nehmen auf dem Weg zum Recycling. Das Ganze ist eine gemeinsame Recherche von NDR, Die Zeit und eben der Flip GmbH. Und ich freue mich jetzt sehr, von Christian Zalewski persönlich zu hören, Gründer und Chefreporter von Flip, was das denn mit der Sneakerjagd so auf sich hat. Ja, hallo. Freund aus Hamburg. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf bei Ihnen virtuell. Jetzt haben Sie natürlich schon ein paar Sachen zur Sneakerjagd gesagt, die sich eventuell ein wenig doppeln werden beim Vortrag, aber dann kann ich da umso schneller durchkommen, damit wir da auch in der Zeit durchkommen. Genau. Also vielleicht vorweg noch einmal, Sie haben mich ja schon vorgestellt, Christian Zalewski ist mein Name, ich bin Co-Gründer von Flip. Flip ist ein Startup, das sich zum Ziel gemacht hat, VerbraucherInnen dabei zu helfen, ihren Impact in Richtung einer besseren Wirtschaft zu entfalten. Und wir nutzen dazu die Kraft oder die Power des investigativen Journalismus. Das ist sozusagen das, was unter der Motorhaube ist. Und die Sneakerjagd ist da tatsächlich unser erstes großes Rechercheprojekt, das wir dann mit Medienpartnern umgesetzt haben. Das war im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte. Vielleicht hat der eine oder andere das auch mitbekommen auf verschiedenen Kanälen. Ich zeige auch gleich, wo das überall lief. Das vielleicht vorweg. Genau, aber dann gehen wir hier gleich mal rein. Und ich kann jetzt hier hoffentlich diese Folie steuern. Genau. Also das ist die Sneakerjagd. Wir haben das genannt, eine globale GPS-Recherche zu einem der größten Müllprobleme unserer Zeit. Und zu der Dimension sage ich gleich auch noch was. Vorweg vielleicht einmal der Trailer. Hoffentlich hört. Hey, lace them up, blue suede shoes stay crispy like bacon, Nikes on my feet make my cypher complete, I stay shining like the lights on the street in the night. Wir stehen hier im Hafen Hamburg genau an diesem Funkmast, wo der sich eingeloggt hat zuletzt. Linda Zerwakis schickt ein Signal direkt vom Suezkanal. Wir müssen hier einmal reinlaufen. Ja, wie lange waren das? 20 Sekunden? Dann sind wir da hochkant rausgeflogen. Ja.
Das ist krass. Genau, also was man hier schon sieht, das sind die drei großen Medienhäuser, NDR, Zeit und Flip. Einer fällt aus der Reihe, das ist Flip. Wir haben uns da sozusagen durch unsere Recherche-Power den Platz am Tisch der Großen, wenn man so will, erkämpft. Und das ist sozusagen eine gemeinsame Recherche von diesen dreien. Und das Ganze hat, das müssen wir jetzt gar nicht im Detail sich angucken, das ist nur einmal, soll es sozusagen Eindruck schinden, hoffentlich zu Recht, es ist einmal unser Veröffentlichungsfahrplan, den wir über mehrere Wochen gefahren sind mit dieser Sneakerjagd. Also das Setup ist ja eben im Trailer klar geworden oder auch schon in der Anmoderation. Wir haben 11 Paar Schuhe von Prominenten eingesammelt und die dann in verschiedenen Entsorgungsfängen gegeben und getrackt. Und das haben wir dann als serielle Erzählung crossmedial ausgerollt und erzählt, vor allem als Podcast und bei uns im Newsletter, im Flip-Newsletter, war das seriell erzählt und dann gab es ein paar Highlights, nämlich Filme über Steuerung F und Panorama im Fernsehen und auch Veröffentlichungen in der Zeit natürlich, so zu den Highlights. Und dazu, ganz unten sieht man Social Media, waren wir natürlich auch aktiv. Das, wie gesagt, jetzt nur einmal, um zu zeigen, welche Dimension dieses Projekt am Ende angenommen hatte. Das kann man sich auch alles auf www.sneakerjagd.de nochmal angucken, wie das gelaufen ist. Das nur, um zu zeigen, ja, das ist einfach aus journalistischer Sicht sozusagen ein sehr dickes Brett war, was wir da gebohrt haben. Genau, so, das ist so ein bisschen das, was ich Ihnen jetzt im Schnelldurchgang erzählen möchte. Das eine ist der Aufriss und dann, was wir da eigentlich gemacht haben. Der Problemaufriss ist natürlich an diesen Zahlen, die wir jetzt sozusagen auch schon während der Sneakerjagd kommuniziert haben, sehr, sehr deutlich zu machen. Dieses Fast-Fashion-Problem, was ja auch viel berichtet wurde, ist unseres Erachtens im Bereich Sneaker noch nicht so durchdringend berichtet worden bis zur Sneakerjagd. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Und das sind so ein paar Zahlen, die das irgendwie eindrücklich machen. Also 1,4 Milliarden Paar Sneaker werden jährlich verkauft. In Deutschland allein werden 380 Millionen Paar Schuhe, das sind jetzt nicht nur Sneaker, aber eben das ist die Zahl, die man dazu findet, 380 Millionen Paar Schuhe entsorgt. Verdammt viel. Und natürlich, da immer mehr Sneaker verkauft werden, ist der Anteil von Sneakern daran auch immer größer. Die Sneakerbranche, also die großen Sportartikelhersteller und andere, machen zusammen 70 Milliarden Dollar Umsatz jährlich. Das ist jetzt auch kein kleiner Betrag. Und ein Teil des Problems ist, dass so ein normaler Sneaker, der da mies miteinander verklebt ist, aus über 40 verschiedenen Materialien besteht. So, was die Frage des möglichen Recyclings schon mal anklingen lässt. Was neu ist, oder was wir jetzt als neu empfunden haben, ist, dass die Branche inzwischen selbst zum Recycler werden möchte, zumindest das vorgibt zu tun, indem nämlich Rücknahmeprogramme bei sozusagen gestartet werden und dann vollmundige Werbeversprechen gegeben werden, wie zum Beispiel bei der bekannten Modekette Zara. Da heißt es dann, schenken Sie Ihre Kleidung, die Sie nicht mehr tragen, ein neues Leben. Da gibt es Rücknahmeboxen in den Läden in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz. Dann Nike als großer Schuhhersteller hat auch Rücknahmesystem in seinen eigenen Stores. Das ist dieses System Nike Grind. Da steht dann auch drauf, recycle deine alten Schuhe. Daraus werden dann neue Produkte entstehen, unter anderem auch Schuhe und auch Mango und ähnliche Ketten. Also jede große Modekette oder fast jede hat inzwischen diese Rücknahmesysteme und nimmt auch Schuhe zurück. Das wollten wir doch mal unter anderem testen, was das denn heißt. Genau, dafür haben wir uns folgendes Recherche-Setup überlegt. Die Leitfrage ist natürlich, was passiert mit unseren alten Schuhen? Das ist jetzt klar. Und dann haben wir gesagt, um das wirklich rauszufinden, starten wir ein hochtechnisches Experiment. Wir statten 11 Paar alte Sneaker mit diesen GPS-Trackern aus. Da sieht man im Foto, dass das nicht so leicht ist. Diese Tracker sind zwar jetzt inzwischen relativ klein, so groß wie so eine Zigarettenschachtel etwa, mit Batteriepack. Aber man muss die trotzdem erstmal in so eine Sneakersohle kriegen. Das war also ein ganz schönes Gefrickel und schon beim Reinbauen, also so, dass natürlich auch von, muss man so einbauen, dass man natürlich auch nicht auf den ersten Blick sieht, dass da irgendwas manipuliert ist, sondern im besten Fall gar nicht sieht, außer am Gewicht. Und deswegen haben wir jetzt von oben sozusagen die Innensohle abgenommen, von oben uns reingefräst in die Sohle, was relativ schwer war bei einigen Materialien, muss man da mit Diamantschleifern ran und so weiter, merkt man auch schon, was das für Zeugs ist. Und dann eben mit Füllmaterial versehen und die Sohle wieder rauf. Also man sieht es wirklich nicht auf den ersten Blick, dass dieser Schuh manipuliert ist. Diese Tracker, die können dann natürlich Standortdaten schicken.
Klar, GPS-Tracker können sagen, welche Funkzelle sie angepeilt haben, können sind da ist ein Bewegungssensor drin, also man kann einen Schuh auch schlafen legen und ihn dann wecken lassen, wenn er bewegt ist, Temperaturmessung und so weiter. Also man hat ein Set an Daten, das man dann zur Interpretation nutzen kann. So, und die Achillesferse bei dem ganzen Spiel ist der Akku. Der Akku ist wie bei einem Smartphone die Schwachstelle, weil das muss ich nach einem Tag wieder aufladen. Und wenn man den lange tracken will, so ein Smartphone ohne Display in einem Schuh, dann muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Und deswegen haben wir sie immer wieder schlafen gelegt und es geschafft, dass diese Schuhe ungefähr 4 Monate lang rund um die Welt verfolgbar waren. Genau, Startpunkt, das war auch schon angesprochen, ist, haben wir uns 2 idealtypische Einspeisewege gesucht, wie wir es genannt haben. Das eine sind eben die eben schon angedeuteten Rücknahmeprogramme von Händlern und Herstellern. Da haben wir ungefähr die Hälfte der Schuhe abgegeben. Und dann eben der eher klassische Entsorgungsweg, den man kennt über Altkleidersammlungen, Textilsammlungen, genau, von Textilentsorgern oder von karitativen Einrichtungen. Diese 2 eingekringelten Schuhe, die sind besonders interessante Wege gegangen, die von Carolin Kebekus und von Linda Zavakis. Und über die möchte ich dann jetzt einmal noch kurz Ihnen zeigen, was da passiert ist. Das erste führte zu dem, was wir den Nike Scoop nennen. Also wir haben die Schuhe von Carolin Kebekus bei Nike in dem Nike Store in Hamburg in eine Rücknahmetonne getan. Und diese Rücknahmetonne ist eine Nike Grind Tonne. Das hatte ich eben schon gesagt. Nike verspricht auf dieser Tonne, auf diesem Sammelsystem, dass aus alten Schuhen dass das gegrindet wird zu so einem Granulat und dass daraus dann neue Produkte entstehen, unter anderem Schuhe, aber auch Sportbelege etc. So, also eine Art Kreislaufwirtschaft wird hier suggeriert und wird dem Konsumenten sozusagen angedeutet, dass man das machen würde. Das fanden wir erstmal interessant und ganz in der Vorrecherche haben wir auch gedacht, das ist ein solches Vorzeigeprogramm von Nike, was so im Internet heftigst beworben wird und da gibt es tolle Image-Videos zu. Fragen wir doch mal, ob wir uns das angucken dürfen und wurden da eiskalt auflaufen lassen, was uns sehr gewundert hat, weil ich würde ja denken, wenn ein Konzern ein solches Vorzeigeprojekt hat, dass man das dann Journalisten auch zeigt, mit Vorlieb, mit Kusshand quasi vorführt. Das war nicht der Fall, sondern da wurden unsere Fragen überhaupt nicht beantwortet und das hat uns dann erstmal misstrauisch gemacht. So, am Ende war es dann so, dass wir die Schuhe von Carolin Kebekus getrackt haben zu einer Halle in Belgien, gar nicht so weit weg von diesem Nike Logistics Hub, das europäische Riesenlogistikzentrum von Nike, aber eben nicht da, sondern, weiß nicht, 30 Kilometer die Autobahn runter, in einer unscheinbaren Halle, wo kein Nike dran stand. Und dann sind wir da hinterher gefahren und jetzt gibt es einen kurzen Videoclip zu den Eindrücken, die wir da gefunden haben. Da steht ein Turnschuh in der Tür. Eve. Da liegen Schuhe drin auf jeden Fall. Alles, was wir ab jetzt zu sehen bekommen, ist eigentlich kaum zu glauben. Wir haben einfach nur Carolin Kebekus Schuhe verfolgen wollen und stoßen offenbar auf einen richtig fetten Skandal. Wir stehen jetzt hier vor dieser Halle, in der Schuhe irgendwie auseinandergenommen werden. Und was man sieht, sind halt Berge von nagelneuen Schuhen, unter anderem auch Nike-Schuhe, die keinsterweise getragen sind, wo sogar jetzt ein Arbeiter vorne, die sieht man durch eine Tür, wo ein Arbeiter vorne sogar dieses Füllpapier rausholt, das man da reinstopft, damit die Schuhe schön stehen und werden jetzt hier offenbar auseinandergenommen und recycelt, in Anführungsstrichen. Die Schuhe sind oft makellos, ohne einen Kratzer, ohne irgendeine Beschädigung. Auf einem Tisch entdecken wir sogar noch einen Retourenzettel. Neue Schuhe zu schreddern scheint hier der Normalfall zu sein. Beiläufig wirft ein Arbeiter Schuhe auf das Laufband in Richtung Schredder. Hätte man echt noch richtig gut tragen können. Die geschredderten Schuhe landen in Säcken. Diese enthalten jeweils das Material von 1400 Schuhen pro Sack. Und hier stehen Dutzende und Aberdutzende von den Dingern. Genau, also das war der Befund vor Ort. Also der Befund lautet,
Nike schreddert dort nicht nur alte, getragene, abgewetzte Schuhe, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, sondern vor allem neuwertige Schuhe. Also Schuhe, die auf den ersten Blick komplett ungetragen aussehen, die keine Gebrauchsspuren oder ähnliches haben und sogar auch, wie man in dem einen Bild gesehen hat, wo der Arbeiter das Papier daraus nimmt, ganz offensichtlich kistenweise gleiche Modelle, was darauf schließen lässt, dass die nicht unbedingt einzelne Retouren sein können, weil das ja selten der Fall ist, dass man irgendwie Dutzende von derselben Marke zurückkriegt. Also, lange Rede, ich will auch gar nichts insinuieren. Das ist der Befund gewesen. Das sind zu absoluter Überzahl neue, neuwertige Schuhe gewesen, die da geschreddert werden. Und das ist von deswegen journalistisch jetzt interessant, weil es in Deutschland ein Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt, in dem es eine Obhutspflicht definiert. Die besagt, dass man Ware, welcher Art auch immer, in einem gebrauchsfähigen Zustand erhalten muss und sie nicht einfach sozusagen downcyclen, verschrotten etc. darf. Und ich weiß nicht, ob das einige mitgekriegt haben, dazu wurde hat Panorama zum Beispiel auch einen Bericht über die Praktiken bei Amazon gemacht, wo es auch so Destroy-Stationen und ähnliches gibt, wo Produkte vernichtet werden, die nicht mehr verkäuflich sind. Und in eine ähnliche Kerbe scheint uns doch dieses hier zu hauen. Und das hat uns auch das Bundesumweltministerium bestätigt, denen haben wir den Fall geschildert, dass hier möglicherweise doch ein Gesetzesverstoß vorliegt bei dieser Praxis von Nike. Was haben wir da also erreicht in diesem kleinen Ausschnitt der Sneakerjagd? Wir haben Nikes Greenwashing, nichts anderes ist es in meinen Augen, wenn man seinen Verbrauchern suggeriert, man würde hier alte, abgetragene Schuhe recyceln, in echt ist es aber vor allem Neuware. Also wir haben Nikes Greenwashing in die Nachrichten gebracht, bis in die Tagesschau, damit und bei allen anderen unserer crossmedialen Ausspielungen Millionenreichweiten natürlich erzielt. Das ist das, was Journalisten gerne möchten, Skandale einem breiten Publikum vorlegen. Der zuständige Berliner Senat, die Senatsbehörde für Umwelt, prüft Gesetzesverstöße durch Nike, ist dazu mit Nike im Austausch. Nike sagt dazu offenbar, das habe ich jetzt in der Folgeberichterstattung entnommen, dass das deutsche Recht hier nicht greife, weil man in echt ja seine Unternehmenszentrale, die für diese Retouren zuständig ist, in den Niederlanden habe. Gut, da gibt es dann unterschiedliche Expertenmeinungen, was in Deutschland in Verkehr gebracht wird und in Deutschland zurückgenommen wird, unterliegt natürlich deutschem Recht, sagen andere. Gut, diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, die geht weiter, wir sind gespannt. An der Praxis hat Nike bisher unseres Wissens nach jedenfalls nichts geändert. Es wird also, sofern das noch zutrifft, munter weitergeschreddert. Ich schicke zum Beispiel keine Retouren mehr an Nike. Gut, das war dieser Nike-Scoop. Dann jetzt zu einem ganz anderen Teilbereich der Sneakerjagd, nämlich diese Geschichte Rückgabe in altbewährten Altkleidersystemen. Wir haben einen Schuh genommen oder ein paar Schuhe, nämlich die von Linda Zervakis. Das waren Puma-Schuhe, die so mittelabgelatscht waren. Weiße Puma-Sneaker, die haben wir gegeben beim Deutschen Roten Kreuz in eine ganz normale Altkleider, Container, in einen Altkleidercontainer in Hamburg. Und dieser Schuh ist dann gegangen, über Umwege, hat natürlich ein bisschen gedauert, bis nach Afrika, und zwar bis nach Nairobi in Kenia. Und dann sind wir denen hinterhergereist. Diese Schuhe haben uns damit sozusagen mitten hineingeführt in einen Themenkomplex, der schon öfter mal berichtet wurde, aber anhand des konkreten Beispiels natürlich dann immer besonders eindrücklich wird. Was ist der Befund? Alte Sneaker, die in Europa niemand mehr haben möchte, also die auch nicht mehr bei der Secondhand-Sortierung in irgendeinem Kilo-Shop landen, weil sie super, super, super sind. Oder auch nicht mehr in, osteuropäischen Ländern wie der Ukraine, da hatten wir auch einen anderen Schuh, weil sie noch so mittelsuper sind, sondern die dann die dritte Qualitätsstufe sind und nach Afrika verkauft werden. Das sind sehr, sehr viele, also die in Europa niemand mehr haben möchte, werden dann nach Afrika verkauft. So. Allerdings sind bei diesem Mix, der da verkauft wird, nur die Hälfte der exportierten Sneaker vor Ort noch wirklich brauchbar, weiterverkaufbar, nutzbar. Das sagen uns die HändlerInnen, mit denen wir da vor Ort gesprochen haben, zum Beispiel auf dem größten Secondhand-Markt in Gikomba. Die machen ihre Bales, wie sie das nennen, auf und ungefähr die Hälfte können sie verkaufen, die andere Hälfte nicht. So, diese andere Hälfte, die wird dann natürlich noch irgendwie versucht weiter zu nutzen, aber
um es abzukürzen, am Ende landet das alles natürlich in afrikanischen Ländern, wo es keine vernünftigen Entsorgungs- und Recyclingstrukturen gibt, wo nicht unter der Maßgabe vom deutschen Abfallrecht irgendwie auch Restmüll verbrannt wird oder ähnliches. Auf Deutsch, es landet am Ende in der Natur oder auf giftigen Müllhalden. So, und eine dieser Müllhalden haben wir dann auch aufgesucht und die Bilder sind, um das Problem zu veranschaulichen, relativ eindrücklich. Deswegen haben wir hier auch noch einen kurzen Clip. Big. They are big and they eat bones. And how many trucks are coming in? Like over 100 per day. Nike. Das ist Nike, oder was? Ja. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich habe Puma. Puma und Nike. Unsere ganzen schönen Textilien inklusive Schuhe enden hier. Das ist Abfuck, Alter. Genau, also das ist Dandora, eine der größten Müllkippen Afrikas. Und da ist, wenn man darüber läuft, überall alles voll mit alten Kleidungsstücken und auch jede Menge Schuhe. Also wir haben da nicht wirklich lange suchen müssen und haben da relativ schnell ganze Säcke voll mit Schuhen voll machen können. Darunter natürlich alle bekannten Marken, die man so kennt. Und die verwesen dann da, ne? Also die nächsten X, wie viele Jahre auch immer. Genau, was haben wir jetzt aus dieser ganzen Riesenrecherche gelernt? Was ist sozusagen der Befund, bei dem wir jetzt stehen? Und was muss passieren? Also wir haben neben daraus mal für uns mit, dass wir das große Stichwort Herstellerverantwortung viel doller nochmal stressen müssen. Also wir sind der Auffassung, dass die Hersteller viel mehr Verantwortung für das Lebensende ihrer Produkte übernehmen müssen. Ähnlich wie das bei Elektroschrott geregelt ist. Frankreich hat meines Wissens eine Herstellerverantwortung für die Bekleidungsindustrie inzwischen auch eingeführt. Das ist nicht der Fall. Die großen Schuhhersteller, die großen Fashion-Brands, die verdienen vorne viel Geld und kümmern sich hinten relativ bis gar nicht darum, dass vernünftig ihre Produkte vernünftig entsorgt werden. In dem Zuge braucht es auch eine strengere politische Regulierung, Stichwort Kreislaufwirtschaftsgesetz und ähnliches, was auch immer jetzt die Berliner Umweltbehörde zum Beispiel in Sachen Nike da am Ende beschließen mag. Es sind Bußgelder, stehen im Raum von wenigen 100.000 Euro. Das ist natürlich lächerlich für einen solchen Weltkonzern. Es wird da nicht zu irgendeinem Art von Umdenken führen. Und deswegen muss diese Gesetzgebung scharf geschaltet werden. Das wäre eine ziemlich klare Forderung. Und dann, was eher vielleicht jetzt auch an die ZuhörerInnen hier geht, was wir jetzt als Journalisten oder als Impact-Startup, was jetzt nicht aus der Branche kommt, gerade erst beginnen zu verstehen, ist die Frage, wie wirklich funktionierendes Recycling eigentlich aussehen müsste, was das eigentlich heißt für das Design von Sneakern von vornherein, auch im Sinne von Ownership-Modellen und Ähnlichem. Muss man eigentlich Schuhe besitzen? Ist es vielleicht auch gar nicht nötig? Und genau das gilt für eine Art neue Sneaker-Konzeption, die entwickelt vielleicht werden müsste, wo man eben im Sinne einer Kreislaufwirtschaft vom Ende her denkt, wie das Design aussehen sollte und auch darüber nachdenkt, wie man solche Müllberge und solche Probleme von vornherein vermeiden kann. Genau, das ist so ein bisschen die jetzt sehr schnelle Erzählung der Sneakerjagd. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, klar, Schleichwerbung. Flip ist vor allem jetzt gerade ein Newsletter und wir werden mit der Sneakerjagd jetzt auch lösungsorientiert weitermachen. Wir werden uns weiter um Lösungen kümmern und wenn Sie das interessiert, was da passiert, kann ich Ihnen empfehlen, den Newsletter zu abonnieren. Vielen Dank. Christian, vielen Dank. Eine Sache kurz vorweg. Wir sind hier heute alle zum Du übergegangen. Wenn das okay ist, würde ich dich auch duzen. Duzen bleibt sonst aber auch beim Sie. Okay. Ich fand das sehr interessant und eindrücklich zu sehen, was ihr macht. Ich kenne ja aus der Vorbereitung schon ein bisschen was. Ehrlicherweise finde ich, ist das natürlich frustrierend und deprimierend, das zu sehen. Meine Fragen gehen auch so ein bisschen dahin, wie man einen konstruktiven Dreh daraus bekommt. Also erstmal wirklich Hochachtung vor euren umfänglichen und tollen Recherchen. Die Einblicke, die man da gewinnt. Wir kennen einfach, dass Marken ihre Neuware
verbrennen, vernichten und nicht wieder in den Umlauf bringen. Das kennen wir aus dem Bereich der High Fashion, das kennen wir aus dem Bereich der Mainstream Fashion. Es ist absolut wichtig, darauf aufmerksam zu machen und zu gucken, dass Änderungen stattfinden und die Marken das nicht weiter praktizieren können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das fand ich das Deprimierende daran. Eigentlich ist ja die Idee, Rücknahmesysteme für Sneaker zu haben, eine, die im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher eine gute und nach vorne weisende ist, weil sie vielleicht auch eine alternative Handlungsmöglichkeit zum geringeren Konsum nochmal anbietet. Jetzt zu sehen an euren Beispielen, das läuft ins Leere und das ist überhaupt nicht produktiv und konstruktiv, sondern das genaue Gegenteil, heißt natürlich zurückgespiegelt an die Verbraucher und Verbraucherinnen auch wieder, okay, was machen wir dann? Deswegen meine Frage an dich. Habt ihr eigentlich auch positive Beispiele gefunden? Ja, gute Frage. Also ich meine, grundsätzlich muss ich vielleicht dazu nochmal sagen, dass jetzt zum Falle im Beispiel von Nike Grind zum Beispiel, dass die alten, tatsächlich irgendwie abgelatschten Schuhe von Caroline Kebekus, die man vielleicht nochmal eine Zeit lang hätte tragen können, aber gut, sie waren schon irgendwie eingerissen. Also dass die da jetzt geschreddert wurden, das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern das ist ja das, was wir per se erstmal gut finden. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich diesem Signal hinterhergefahren bin und dachte, wir belegen da jetzt sozusagen, dass Nike etwas Gutes tut. Wir waren völlig perplex und überrascht, als wir das dann sozusagen diese Zufallsentdeckung mehr oder weniger gemacht haben, dass es da vor allem um Neuware geht. Also das mal vielleicht vorweg. Natürlich ist es durchaus sinnvoll, ein Recyclingprogramm anzubieten. Noch sinnvoller wäre gar nicht erst Schuhe zu designen, die nach so kurzer Zeit dann zum Sondermüll werden. Aber das ist eine andere Frage. Und positive Beispiele, ja, das Prinzip, wie wir bei Flip jetzt arbeiten und das jetzt auch gerade uns so rantasten, ist ja, dass wir als investigative Wirtschaftsjournalisten erstmal das Problem beschreiben wollen. Und das auch sehr, sehr, sehr konsequent, so wie jetzt hier vorgeführt. Und dann jetzt zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt wollen wir uns mit der gleichen Intensität der Lösungsseite widmen. Also welche möglichen Lösungen sind denn vorstellbar? Und das ist jetzt das, wie die Sneakerhack weitergehen wird oder weitergehen soll. Also wir wollen uns jetzt schon auch nochmal mit gleicher Konsequenz dem zuwenden, was gibt es denn für Ansätze, die jetzt schon funktionieren oder welche könnte man sogar selbst entwickeln, eventuell auch mit Partnern entwickeln, um eben genau die VerbraucherInnen nicht sozusagen völlig im Regen stehen zu lassen. Das ist genau der Journalismus, der uns sozusagen nicht mehr vorschwebt. Das ist jetzt quasi die Sneakerjagd zweite Halbzeit, die jetzt ansteht. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz gut und da bin ich sehr gespannt zu gucken, mit was hier rauskommt. Ich frage da nachher nochmal weiter zu. Es ging ja jetzt auch darum, dass einige Unternehmen sich auf den Weg machen, Stichwort Kreislaufwirtschaft, eben für ihre Marken auch umzusetzen, dass Dinge im Kreislauf bleiben. Hältst du das nach dem, was ihr da jetzt gesehen habt, eigentlich für realistisch? Also ehrlich gesagt, ich gebe offen zu, ich bin jetzt kein Fashion-Design-Experte oder so. Also ich bin jetzt sozusagen zu dem Thema gekommen von dieser Müllthematik her. Ich halte das durchaus für vorstellbar. Also das, was mir jetzt untergekommen ist, ist, dass es schon natürlich vielversprechende Ansätze gibt, dass man Dinge wiederverwendet, dass man Pfandsysteme baut oder ähnliches, dass man von vornherein Materialien so baut, dass sie reparaturfähig sind und ähnliches. Also da gibt es ja sehr viele schlaue Ansätze. Aber ich würde mir jetzt noch nicht zutrauen, das endgültig zu bewerten. Eine etwas persönlichere Frage. Wie hat das dein Konsumverhalten oder deinen Umgang mit Sneakers geprägt, seit du diese Recherche machst, seit du Flip gegründet hast? Wie viele Sneaker besitzt du? Wie pflegst du sie? Also ich trage tatsächlich meine Sneaker sehr konsequent zu Ende, die ich bisher habe. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, dass ich, so viele habe ich auch gar nicht, so viel Paar. Ich bin da auch generell, trage ich relativ oft dieselben Klamotten sehr lange. Und dann habe ich gelernt, dass man sie am besten direkt in Restmülltonne gibt, wenn sie dann wirklich aufgetragen sind. So, und das habe ich jetzt auch mit meinen Sneakern gemacht, die auch ich niemandem mehr zumuten möchte in Form einer Secondhand-Spende. Genau, und ansonsten gebe ich aber auch offen zu, dass ich tatsächlich selber auch jetzt noch im Lernmodus bin. Also ich bin jetzt auch neulich mal wieder auf ein runtergesetztes Paar Sneaker, ich will nicht sagen reingefallen, aber an dem bin ich vorbeigesurft und fand es da gut aus und dann habe ich es bestellt. Also da bin ich sicherlich auch noch lernfähig.
Es kam hier eben, habe ich gesehen, schon eine Frage aus unserem Livestream, die ich auch spannend finde und gerne aufnehmen möchte. Und zwar, als ihr festgestellt habt, dass sowohl das Recycling Richtung Afrika nicht richtig gut läuft, als auch das Grinden bei Nike nicht so richtig nach vorne weist und ihr habt davon berichtet, wie waren eigentlich die Reaktionen aus der Politik oder aus dem Verbraucherschutz? Was kam da so an Rückmeldung zu euch? Also, was ich mitbekommen habe, also was mir aus dem Stand einfällt, wir haben natürlich sehr, sehr, sehr viele Reaktionen bekommen, die ich jetzt nicht alle überblicke, aber was ich von Interessengruppen und auch aus der Politik so zurückgespiegelt bekommen habe, ist, dass das als sehr, sehr wichtige, als gerade die Nike-Recherche als sehr wichtiger Impuls gesehen wurde, um eben in dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz und diese Obhutspflicht und so weiter, in diese eigentlich festgefahrene politische Diskussion darum nochmal Schwung zu bringen. Ich hatte das eben schon gesagt, es gab ja eine erste Berichterstattung zu diesen Warenvernichtung bei Amazon und das stand so ein bisschen alleine da und du hast es gesagt, das ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis in der Branche, dass da viel vernichtet wird an neuer Ware oder an Retouren oder an nicht verkäuflicher Ware, aber so richtig belegt für eine breite Öffentlichkeit im Bild oder in sonstigen journalistischen Produkten ist es halt zu selten. So, und das war, glaube ich, sehr hilfreich für alle, die da sich bemüßigt fühlen, in die Richtung zu arbeiten, diese Sache anzuschärfen, also diese Obhutspflicht und das zu unterbinden. Also das waren auf jeden Fall Rückmeldungen, die wir aus der Politik und von VerbraucherschützerInnen bekommen haben. Du hast gerade gesagt, dass ihr auch, um eben so einen konstruktiven Weg nach vorne zu finden, dass ihr an neuen Sneaker-Konzepten arbeitet und überlegt. Kannst du dir da so ein bisschen in die Karten gucken lassen und sagen, was ihr euch da vorgenommen habt oder in welche Richtung ihr denkt? Also ich kann, die Karten sind so tief jetzt noch gar nicht, insofern kann ich da gar nicht so viel reingucken lassen. Wir sind noch, nach der Sneakerjagd mussten wir alle erstmal durchatmen, jetzt ist das Jahr noch sehr frisch und wir sind jetzt dabei, sozusagen unsere Learnings daraus zu systematisieren und mit anzufangen mit vielen Leuten, die mehr Ahnung von Sneakerbau etc. haben als wir, zu sprechen, um mal zu eruieren, was sind sozusagen klare Anforderungen, die wir uns geben wollen würden, wenn man sagt, man würde in irgendeiner Form ein Konzept entwickeln, das nach vorne weist. So, und also was ich für mich persönlich da als Anspruch formulieren würde, ist, dass es in irgendeiner Form dieses Lebensende dieser Sneaker in Afrika oder sonst wo dabei mitgedacht werden muss. So, als Thema. Das ist das zentrale Finding. Ich glaube, dass wir diesen Müll, den wir da produzieren, den können wir nicht weiter einfach nur abladen auf anderen Kontinenten und so aus den Augen, aus dem Sinn, sondern der muss mitgedacht werden, auch der existent ist. Genau, und da sind wir, das ist jetzt noch nicht, deswegen, das kann man noch gar nicht, das ist noch alles so ein bisschen luftig und wolkig, das wird aber schneller, konkreter und dann können wir darüber mehr berichten. Vielleicht im Sommer, wenn das ganze Programm hier nochmal in Persona stattfindet. Auf jeden Fall spannend. Gibt es hier bei uns im Publikum Fragen? Wenn ja, ist jetzt der Moment sie zu stellen. Ich habe noch eine letzte Frage von meiner Seite aus. Es gibt ein Schweizer Unternehmen, dessen Namen brauche ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die arbeiten beispielsweise an Abo-Systemen für Turnschuhe. Ist das was ihr für praktikabel haltet? Also sprich, ich habe für das bessere Verständnis, ich habe einen Schuh, ist die Sohle durchgelaufen, bekomme ich, kann ich zum Beispiel auch nur die Sohle erneuern lassen, nicht der ganze Schuh fliegt in den Müll. Das Gleiche ist ja auch möglich, wenn man jetzt Richtung Sneaker Rescue denkt, also quasi die Serviceleistung, die angeboten wird, dass ich Sneaker aufarbeiten lasse. Was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Also in diese Richtung zu denken, macht auf jeden Fall Sinn, weil alles, was sozusagen nicht nur was mehr Kreislauf bedeutet und nicht nur so eine Einwegwirtschaft ist, macht ja erstmal Sinn, zumindest mal drüber nachzudenken. Und ob das jetzt ein Abo-Modell ist oder ob das irgendwie anders geregelt ist mit einer Reparaturfähigkeit, die von vornherein gegeben ist, das weiß ich noch nicht abschließend, aber das auf jeden Fall, klar, macht das Sinn, in solche Richtung zu denken. Und dann müssen halt das Wichtige oder das Problem daran wird dann sein, da Geschäftsmodelle zu finden, die dann auch tragfähig sind. Das werden dann die Schweizer dann irgendwie, nehme ich an, für sich geklärt haben, dass sie das so hinkriegen. Aber ja klar, das macht auf jeden Fall Sinn. Ihr eure Sneakerjagd fortsetzen? Jagt ihr weiter nach Turnschuhen oder gibt es auch andere Objekte, denen ihr nachspürt?
ist alles noch ein bisschen im Fluss, muss ich sagen. Was klar ist, ist, wir werden, das hatte ich eben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall einen lösungsorientierten Teil Sneakerjagd 2, wenn man so will, jetzt nochmal anbauen. Ich kann mal so sagen, wir haben auf jeden Fall noch Tracker rumliegen. Und die passen jetzt vielleicht auch nicht nur in Schuhe, die passen vielleicht auch in andere Dinge. Also es ist nicht auszuschließen, dass wir nochmal irgendwas tracken werden. Gut, also ich sehe hier jetzt keine weiteren Fragen. Deswegen, Christian, vielen Dank für deine Zeit und diese Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Auf bald. Wir bleiben dran und gucken, was ihr noch so findet. Tschüss nach Hamburg.